Breaking Trash 149, das sind die Themen. Princess Charming geht wieder los. Kate wurde mit einem neuen gesichtet. Tachimavo hat auch eine neue Dame an der Seite. Anastasia schießt gegen Maurice oder gegen einen neuen Ex. Und Jill verkauft ihren süßen kleinen MJ, Michael Jordan, Michael Jackson. Hallihallo, hallöle. Herzlich willkommen in unserer 149. Folge. Bald ist es soweit, Leute. Habt ihr schon Countdown aktiviert? In einer Woche ist ja die 150. Folge. Und dann ist die Hölle hier los. Also, ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil wir haben ja eigentlich auch schon ein paar Themen mitgebracht. Ja, die auch einfach schon wieder Inhalt mit sich bringen. Einfach nochmal das gleiche Verb benutzt. Princess Charming schließt direkt an Charming Boys an. So ja. Fühlt sich's an, oder? Ich bin immer wieder überrascht, dass plötzlich dann diese News rauskommen. Ja, also weil, aus der Kalten. Ja, und dann heißt es plötzlich, es gibt eine neue Princess und es geht sofort los. Leute, dass ihr erstmal wisst, dass ihr abgeholt seid. Madeleine ist die neue Princess Charming. Sie ist 23 Jahre alt und so eine junge Princess hatten wir bisher noch nie. Ich bin gespannt, wie sie das meistern wird. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Idee halte, weil ich sie noch überhaupt gar nicht greifen kann. Ja, es kommt wenig rüber durch das Bild. Bis auf eine Sache, die ich hier festgestellt habe. Wollen wir mal kurz drauf... Wollen wir zeigen? Wollen wir zeigen? Mach doch. Also ich weiß nicht, ob sie schon 14 Stunden im Pool gelegen hat oder einfach auch drauf steht, hier Mann, zu kosten. Naja, also ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir auch einfach ein anderes Foto auswählen sollen. Ihr seht, falls ihr sie nicht seht, sie hat an ihrem Nagelbett... Sie war dran. Sie war einfach dran. Ach Mann, ey. Sie wird eine Wortwahl zu lachen. Vielleicht war sie auch 14 Stunden im Pool und war deshalb dran, weil sie war so, I'm hungry. Das kann gut sein. Ach Mann. Naja, nee. Aber weil Frauen sind ja auch wirklich auf ihre Finger angewiesen. Richtig. Oder wie in der Theorie. Du? Gut, sie kommt aus der Niederlande, ist 23 und hat schon mal einige Details über sich verraten, die ich auch relativ strange finde. Worte, die sie beschreiben. Fernweh ist ein Wort, was sie beschreibt, verstehe ich jetzt auch nicht. Hat sie das oder hat man das nach ihr? Was ist es? Madeleine-Weh. Typische Waage. Okay. Also gar kein blassen Schimmer, was eine Waage ausmacht. Keine Ahnung. Also nicht mal ansatzweise. Könnt ihr uns vielleicht mal in die Kommis schreiben. Und intersektionale Feministin. Ja, sagt mir auch nichts, schreibt mich aber mehr ab, als dass ich sage, oh yes, baby. Gut, du musst es ja auch nicht sagen. Love language, physical touch, words of affirmation, da sage ich ja. Und dann haben sie noch zwei ausgedacht. Alter, typical love language ist einmal teasing und Sarkasmus ist auf jeden Fall die übelste love language. Sarkasmus? Hä? Und auch Sarkasmus als einziges deutsches Wort. Der Rest, das sind das, also words of affirmation. Ich weiß es nicht. Das heißt, dass du es brauchst, dass dein Partner dir immer wieder sagt, du bist schön. Nee, nicht Komplimente, aber dir immer wieder positiv bestätigt. Gut. Ich liebe dich, ich will dich, du bist genug für mich. Also, dass es auch ausgesprochen wird. Also, das gibt's ja beides, das ist auch drunter schwierig. Sie steht auf, am wichtigsten ist die Energie, die eine Person ausstrahlt. Gut. Ja, kann man so nehmen. Jetzt wird's ein bisschen... Das perfekte Date, spontaner Fallschirmsprung, spontan. Eigentlich wollte ich nur fliegen, aber... Also, wie? Also, mal ganz kurz. Raus. Madeleine, mal ganz kurz. Wie spontan? Also, du gehst ja nicht auf ein Date und dann sagst du, oh, guck mal, hier machen sie gerade Fallschirmsprung beim, keine Ahnung, bei der Kirmes. Lass mal spontan machen. So, was danach? Zweisamkeit? Zweisamkeit mit Baguette und Hummus. Also Viersamkeit. Das weiß ich nicht, ob das perfekte Date im Format so aussehen würde. Ich Aber für mich wäre die Frage gewesen, was wäre ein perfektes Date zu Hause? Für mich eigentlich auch. Deshalb ist vielleicht war, kamen da Antworten sowas wie Bärloch sammeln und danach auf dem Tempelhofer Feld Inliner fahren, wo die sich auch gedacht haben, naja, okay, hier kickt die 23. Oh Mensch. Toxic Trait. Wirklich, Leute, wenn ihr euch fragt, warum wir gerade hier so ein bisschen anti sind, weil kauft mehr Bücher, als sie lesen kann. Ey. Das ist Pick Me. Nee, das ist auch einfach, da möchte ich mal kurz RTL mal sagen, hä, was soll denn das? Weil sie haben mir ja bestimmt gesagt, sag mal irgendwas, was nicht ganz so schlimm ist. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weil, also, dann lasst es halt weg. Toxic, das ist doch kein Toxic Trait. Na, für mich, ich weiß nicht, ich bin ja mit den Begriffen nicht so ganz
Also ich habe mich nicht so viel damit auseinandergesetzt, mit den momentanen Jugendbegriffen, würde ich es jetzt mal nennen. Für mich ist das Pick-me, wenn man sagt, oh, ich habe so viele Bücher, die kann ich gar nicht alle lesen. Das kann sein. Ich möchte mich eigentlich viel mehr bilden, aber ich habe einfach keine Zeit, weil ich spende ja den ganzen Tag. Ja, das kann schon sein, aber es ist doch nicht toxic. Ich weiß es nicht. Also mich haben diese 5 Fakten über sie eher abgeschreckt. In dem Video, was man auf dem Instagram-Kanal sehen kann, da habe ich gesagt, ja, okay, süße Maus. Die 23 stößt mir noch ein bisschen sauer auf, weil mit der 30, die sonst immer in das Konzept für Prince und Princess Charming und Bachelor, und naja, Bachelorette jetzt nicht, reingefallen ist, da habe ich gesagt, da gehe ich mit, das ergibt für mich meist Sinn. Ja, deshalb bin ich aber eigentlich auch sehr gespannt, wie sie es meistert, weil ich weiß es halt wirklich nicht. Aber wir haben Bock und es startet am 1. September vermutlich mit einer Folge pro Woche. Und wir haben ja noch ein kleines Schmankerl für euch. Es werden am Anfang 17 Kandidatinnen einziehen und es wird 3 NachrückerInnen geben. Und da ist eine Bachelor-Lady dabei, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat. Wir wissen, es muss Steffi Stark sein. Weil ich keine andere Wahl. Von der anderen wüsste ich jetzt bisher noch nicht. Du kannst auch gerne nochmal sagen, wie du sie nennst, weil es wird sich ja etablieren. Sag's ruhig. Also ihr wisst vielleicht, dass Steffi hat, wenn sie da mal 48. ihre Haarpracht... 48 Persons. Also grob geschätzt. Ach so, in dem Ohr. Also 48 pro Seite, also ist sie für mich die Steampunk-Steffi. Mann, eigentlich... Ach, wir sind für mich ist es eine starke Maus. Ist so. Und es wird auch noch eine Teilnehmerin der ersten Princess Charming Staffel super geben, eigenartig. Die nochmal Teil... Ja, also ich, da habe ich nur Kapazitäten für Elsa, weil Elsa... Ist Elsa nicht jemand am Start? Das weiß ich nicht so ganz. Okay. Aber weil geisteskrank sexy. Ja, und ich muss sagen, ich bin trotzdem relativ bereit dafür, jetzt auch nach Charming Boys, weil das hat ja mal frischen Wind reingebracht. Und jetzt wieder zurück zur alten Struktur zu kommen, finde ich vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, wie steht ihr dazu? Sollen wir das besprechen? Wir haben dort noch flexiblen Möglichkeiten. Genau, und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, in welcher Form wir das besprechen sollen. Soll es eine Live-Reaction sein? Sollen wir das bei Insta machen? Schreibt mal bitte eure Wünsche dort hinein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Staffel wird, weil die letzten, die waren ja so ein bisschen mit negativen Schlagzeilen auch ausgeschmückt am Ende. Mhm. Und ich habe auch schon gelesen, dass es für manche Leute deshalb schwer ist, diese Staffel zu sehen. Könnt ihr uns auch gerne mal teilhaben lassen an euren Gedanken. Und jetzt geht's weiter. Nach Princess Charming gehen die nächsten 2 Formate auch schon los. Komm, sag mal, was haben wir hier? Love Island geht weiter. Seit März 2022 mussten wir auf eine neue Staffel warten. Und ich bin ja ganz ehrlich, wir haben schon mal hier drüber gesprochen, weil offiziell gecastet wurde. Es war also klar, dass demnächst irgendwann etwas kommen wird. Und Sylvie Miles hat jetzt mit ihrem Gesicht angekündigt, dass es am 11. September 2023 einfach mal wieder losgeht. Und sie haben auch über sich selber gesagt, naja, es ist die Königsklasse des Datings. Da möchte ich gerne mal von euch wissen, ob ich da falsch informiert wurde oder ob ihr das auch nicht so seht. Ist das hier hinten? Das sind meistens Schauspieler, das sind keine bekannten Gesichter, nee, aber das sind Schauspieler. Das sind nicht die dort sein werden. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe gelesen, dass es an einigen Tagen vermutlich montags live ausgestrahlt werden soll. Ich kann mich gar nicht mehr ans letzte Konzept erinnern. Da hätte ich gedacht, dass wenigstens das Finale live war. Aber wir lassen uns überraschen und welche Neuerungen auch noch dazu kommen, da bin ich komplett bereit für. Ich nicht. Und leider entstehen dort wieder ca. 16 verschiedene Paare, die dann einfach jede weitere Show auch mitmachen werden. Freue ich mich so krass drauf. Und Sylvie Miles wird sich auch so 3-mal verlieben und sagen, Alter, wenn ich nicht vergeben wäre... Der ist doch sexy, der Boy, ja, oder? Ist ja wirklich so eine ist es dann wieder. Und wir werden wieder ganz doll Angst haben, dass sie mit ihren Absätzen in diesen Terrassenbohlen hängen bleibt. Und wir müssen jetzt alle mal ganz kurz die Daumen drücken, dass Sylvie Mais dort kein Corona bekommt und dass Kathi Hummels nicht für sie einspringen muss. New Fear unlocked. War das beim letzten Mal Kathi Hummels oder war das Gianna Ina? Das war Gianna Ina Mozzarella. Das war ganz schlimm, ne? Das war Schwarzer Teller. Und... Das Sommerhaus geht jetzt auch endlich los, angeblich am 19.09., denn wie wir nicht hier angeblich. Sehen, naja, es wird wohl so sein. Dienstag, 19. September, steht das Sommerhaus schon in der Fernsehzeitung. Und da möchte ich jetzt mal, dass ihr mal unter euch, alle, die ihr uns hier guckt, ich weiß nicht, wie ihr euch connecten wollt, das müsst ihr selber rausfinden, wählt mal eine Person aus, die sich regelmäßig eine Fernsehzeitung kauft und da mal durchblättert, weil scheinbar ist das ja hier ein Leak.
irgendwie, weil Sommerhaus hat es noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es steht ja da schon und keiner von euch hat das mitbekommen. Und wir auch nicht, weil niemand sich mehr eine Fernsehzeitung kauft. Ich habe ja ein bisschen die Sorge, dass das der originale Starttermin war und mit der Zankerei von Valentina und ähnlichen Kandidaten, KandidatInnen, dass es da noch ein bisschen in den Sternen steht, ob es wirklich dort losgehen kann. Aber es ist ja schon abgedruckt, das muss da losgehen. Also ich habe ein bisschen, ich habe eher die Sorge, dass dann beim Finale, wenn wir dann die nächste Zeitung kaufen, dass dann einfach schon ein Siegerpaar abgedruckt ist. Ja. Da habe ich Schiss vor. Also seid auch ein bisschen auf der Hut. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein Bild. Und ihr guckt, ob ihr ihn erkennt und die kleine Knutschmaus, die an seinen Lippen klebt. Da müsst ihr jetzt mal ins Video reinklicken, falls ihr uns nur hört. Das geht jetzt nicht anders. Wenn ihr uns nur hört, dann verraten wir es euch jetzt. Es ist eine Frau mit blauen Haaren. Ja. Vielleicht gibt euch ja das schon mal einen kleinen Hint. Und jetzt sagst du es. Es ist Kate Merlan. Die wurde gesichtet, dass sie mit Patrick Fabian Official, ich weiß nicht, wie sein Rufname davon ist, vielleicht Official? Ja, ich glaube, ja. Gesichtet wurde knutschend. Und wir wissen, dort sind ein paar Sachen in Planung. Die Ehe mit Jakub muss definitiv beendet werden. Ich habe auch gelesen, er möchte sogar ihren Nachnamen loswerden. Auf keinen Fall will ich den behalten. Auf gar keinen Fall. Verstehe und ich. Sie hat vor, ein Kind zu bekommen. Die Frage ist nun, ist er der zukünftige Vater oder ist er jetzt einfach ein ganz kleiner Flirt? Man weiß es nicht so richtig. Er ist auf jeden Fall schon Papa, weil ja. Jakub war da immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für Kinder. Kann ich mir schon vorstellen, dass da bei Kate knistert, wenn da so ein Daddy plötzlich vor ihr steht mit Sixpack. Und das ist, Jakub hat doch auch gesagt, naja, ne, der Neue ist bei den Sixpacks. Mhm, kann gut sein. Und Kate war ja auch in der Beziehung öfter schon mal bei den Sixpacks. Oh, damals schon verliebt. So. Vielleicht hat sie sich aber auch seit 2013 in ihn verliebt, weil er war Berlin Tag und Nacht Darsteller. Stripper war er da, wie sexy kann es halt noch werden. Und was sagt Jakob außerdem noch dazu? Er hat das auch unter dem Promiflash-Beitrag kommentiert und dann nochmal in seiner Story geteilt. Immer merken, in der Notfrist der Teufel fliegen. Also wie kann man denn so drauf sein? Also ich sag jetzt mal, nee, das sage ich jetzt nicht, das sage ich dir später. Und hier seht ihr auch, ne, wer wird denn der Vater des Babys? Freue mich so sehr für dich. Das werdet ihr noch erfahren. Ein bisschen Geduld, alles zu seiner Zeit. Also Kate, ich verstehe nicht, wie man wirklich eigentlich so wenig im Leben machen kann, aber das alles so krass begleitet. Irgendwie ist auch, finde ich es auch lustig. Eigentlich, ich habe auch das Gefühl, bei ihr findet eigentlich nichts statt. Gar nichts. Aber nichts wird ausgeschlachtet in der Story, sodass es Unterhaltung bringt. Und ich habe auch noch gelesen, fand ich auch geil, dass Kate gesagt hat, es ist so krass, ich war so erschrocken, wie groß die Nachfrage nach meiner Person als Single ist. Also ich kann mich ja vor Angebot nicht retten. Echt? So hat sie das gesagt. Alter, und das finde ich eigentlich lässig. Liebe ich. Das gefällt mir gut. So müsst ihr dann nämlich auch rangehen. Da macht ihr auch hier mal Cute Nose von Saschas Soul Art auf eure Insta-Story und dann kommen die Boys reingedmt. Naja, wir wünschen den beiden alles Gute, oder? Ja, also ich habe da gar keine Meinung zu. Ich auch nicht. Und stehe da aber auch nicht negativ zu, sagen wir es so. Nächste Woche haben wir es geschafft mit Ex on the Beach. Yes! Und deswegen nutzen die Kandidaten ihre Chance nochmal, um ein bisschen Feuer zu legen auf jeglichen Kanälen. Vor allem Nasty Hale auf TikTok. Ich kann euch dazu sagen, ich habe den Sound mal rausgenommen, weil wir hier meist auch Probleme damit haben, wenn hier Lieder gespielt werden. Ach so. Deswegen lief da jetzt keine Musik, aber sie hat geschrieben, wenn du allen erzählst, dass er ein Kind mit einer anderen hat, um das er sich nicht kümmert, weil er keine Alimente zahlen will, aber ohne Gummi reinstecken konnte. So Leute, und jetzt die Kommentare. Da wurde kommentiert, Maurice schlafen gelegt. Lieb ich. Hat sie geliked. Lieb ich. Und eine schreibt einfach, dein Ex? Und sie hat's auch geliked. So, jetzt ist, liebe ich ja auch, dass sie drüber schreibt, ja, wenn du erzählst, hast dein Ex. Und sie ist so, Alter, dein Ex? Ja. Nee, nicht mein Ex. Ja. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob wir das jetzt 100% bestätigen können, dass es sich da um Maurice handelt. Aber es sieht irgendwie so aus und es wäre auch gemein, wenn er es nicht ist und sie so ist wie, Alter, ich like das alles. Wie crazy wäre das denn? Also es passt aber auch zu ihm, oder? Ja, keine dass er Ahnung. So ist wie, ah nee, mit Gummi kann ich nicht. Alter, lass Gummi rausziehen. Nachher ist es komplett erfunden, weil irgendwie haben die beiden für mich auch immer noch eine Connection. Mhm. Auch wenn die Ex-Partner sind, habe ich das Gefühl, die könnten auch eine Social-Media-Strategie miteinander ausgeklöppelt haben. X-Faktor. Ich glaube, da kommen noch ein paar Informationen und ich finde es auch schwierig, das jetzt so stehen zu lassen. Ich weiß nicht, was ich davon halte, dass sie diese Information streut, weil sie hat wenig damit zu tun, dann im Endeffekt. Ja. Aber sie bleibt meine Lieblingskandidatin bei Ex on the Beach. Ihr dürft gespannt sein, was nächste Woche noch so passiert.
Und dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Jetzt wird es nicht nur aufreibend, sondern leicht traurig. Ja, es geht um Jill und Michael Jordan. Leute, die Story, die ich jetzt machen muss, fällt mir absolut nicht leicht, aber ich will euch das einfach erzählen. MJ war 2 Wochen zur Probe bei einer Sitterin und der versteht sich jetzt so gut mit dem anderen Hund auch und der fühlt sich generell so wohl, dass es unfair und egoistisch wäre, ihn wieder da rauszuholen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ihn da zu lassen. Mir fällt das natürlich nicht leicht, weil ich habe den großgezogen und der war halt 2 Jahre ein Teil von mir. Aber ich will nicht egoistisch handeln und ich habe schon früher gemerkt, dass der immer nach einem zweiten Hund verlangt hat, aber ich konnte es ihm halt nicht bieten, weil ich die... So, ihr habt's gehört. Jill hat sich ein Herz gefasst und möchte das Beste für ihren kleinen Chihuahua MJ. Und jetzt platzt mir langsam der Kragen. Auf der einen Seite bin ich natürlich froh darüber, wenn sie gemerkt hat, dem Hund geht es dort besser. Mhm. Bitte lass ihn da. Gib ihm noch ein schönes Leben. Aber es ist so ein bisschen wie dieses Ding mit Paulina und Ghost. Da wird sich erstmal ein Hund angeschafft, weil man irgendwie alleine ist und sich denkt, keine Ahnung. Gleichzeitig will man aber noch an 80 Milliarden Formaten teilnehmen und denkt sich dann... Ach, Weltreise. Weltreise gibt's, steht ja auch noch an. Ja, der Hund, du, den gebe ich einfach irgendwie ab. Keine Ahnung. Finde ich eh immer schon crazy, dass die alle in den Stories immer so, ich liebe den so doll. Und dann, ach, scheiß drauf, bin ich erstmal 3 Monate weg. Mich fuckt das übelst ab. Ja, mich... auch leicht, weil ich finde es auch fast ein bisschen traurig. Ich bin ja nicht so der allergrößte Hundefan, aber ich fand, dass dieser Hund einfach so gut zu Jill gepasst hat. Rein von der Optik. Ja. Naja, mein Gott, aber soll gut, sie sich so ihn tätowieren es. Lassen. So ist es, die Entscheidung wird ihr nicht leicht gefallen sein. Man sieht es hier, ob das jetzt alles so richtig ist, das wissen wir nicht, weil jemand Gewisses aus ihrem Leben mischt dort mit. Ihr Ex, es tut uns leid, dass wir immer dieses Weihnachtsbild verwenden müssen, aber wir haben leider kein anderes gespeichert den beiden. Lars. Der hat nämlich gleich, Lars, der hat natürlich gleich auch mal seine Meinung dazu abgegeben. Ich liebe es, ne, die meistgestellte Frage, oh, Augenroll-Smiley, ich werde dazu nicht großartig was sagen, aber erstmal die ganze Story in Schriftgröße 4 gefühlt vollgeknallt zu diesem Thema. Lars offenbart hier, seht ihr hier ganz unten, ich zoome das mal ein bisschen für euch ran, ich zoome euch mal rein. 20. Juli, seht ihr auch im Screenshot und ich will jetzt wissen, was der Verkauf von MJ auf sich hat. Das heißt, dass am 20. Juli, vor knapp einem Monat, das wohl schon im Raum stand und nicht jetzt plötzlich erst, oh, ich habe jetzt erst gesehen, ihm geht's da so gut und ich lasse ihn jetzt da. Wirklich, ich kann zunächst mal sagen, weil mich macht so, also das finde ich, mit Tieren ist es für mich immer noch schlimmer als mit Menschen. Mach mit dem, was du willst. Aber wenn also du so ein Tier scheiße behandelst. Können. Nee, naja, Geschwisterchen verkaufen. Verkaufen, oh, also ist auch schwierig. Aber ich denke mir halt so, wenn Lars sich auch vielleicht angeboten hätte, den Hund zu nehmen, wäre vielleicht auch nicht schlecht das gewesen. Das ist die Frage, ja. Wer weiß, wie es ausgesehen hat. Scheiß jetzt drauf. Es sind auch Angebote aufgetaucht, wo sie ihn für 500 Euro angeboten hat. Angeblich sage ich jetzt einfach mal dazu. Liebe ich auch so, ne? Ich möchte das Beste für den Hund, aber gib mir mal noch 500 Euro. Naja, gut, da hängen ja Impfungen mit dran, das hat alles mal Geld gekostet. Ja, das ist ja eine Vorsorge. Du hast dich doch aktiv dafür entschieden. Ja, aber das ist ja eine Vorsorge, die gibt man ja weiter. Alter, fuck off. Nicht? Naja, doch, ich verstehe es schon irgendwie, aber dann heul nicht in der Story. 500 Euro sind ja ein Unkostenbeitrag für mich, für einen Hund. Ich verstehe es auch insofern, manche sagen ja auch, ich möchte diese 500 Euro, damit nicht einfach irgendein random Mensch sagen kann, ich nehme den einfach, weißt du? Aber ja, egal, komm, ich möchte dazu nichts mehr viel sagen. Gut. Mir fällt noch ein, dass es ist leider manchmal so, dass die Situation sich ändert, dass ein Hund dort in dieses System nicht mehr reinpasst. Ja. Denn spiel mit offenen Karten und sag uns die Wahrheit, wenn du ihn loswerden wolltest, dann ist es nun mal so, er ist ja nicht ins Tierheim gekommen, sondern wurde ja zu einer Person gegeben. Ja. An sich alles okay, die Frage ist, wie lange möchte Lars noch mitmischen? Lass. Valentina hat auch ihre Meinung dazu abgegeben, da habe ich auch gedacht, wirklich, also jetzt wird hier komplett zurückgerudert und du kriegst für, also würde ich bei Instagram sperren können, wäre... Ihr Profil gelöscht. Schick ihr doch mal einen Strike von uns. Ja, mach ich Falls einfach es aus geht der Karte. Zwar nicht geht mit nicht. Trash-Kurs. Wie, per Post? Ja. Naja gut, die Diskussion mit Jill und Lars, zwischen Jill und Lars hat also lange noch kein Ende. Wir hatten es schon mal drin, dass Marvin Klute, auch bekannt als Tachi Mavo, wohl richtig streng? Stark? Richtig stark im Dating-Game drin ist. Er wurde nämlich gesichtet
nicht mehr mit bekannten Gesichtern und auch gar nicht mit irgendwem aus der Ex on the Beach Staffel, wo man vielleicht ja noch irgendwie eine falsche Fährte legen könnte. Nein, mit Melissa. Melissa war in der letzten Staffel Temptation Island Verführerin, also mit Adrian. Ich, den anderen nenne ich mal jetzt lieber nicht. Und guckt mal bitte, wie offensichtlich möchtet ihr es bitte beide machen. Guckt doch mal, schönen Dienstag, 31 Grad, beide an der auch beide ja vor 16 Stunden gepostet, also nicht mal klar, im gleichen Zeit Moment gelassen. Hier wird die gleiche mega leckere Bowl gegessen. Bei den beiden habe ich das Gefühl, da könnte es vielleicht ein bisschen, da ist ein bisschen mehr dahinter, weil er hatte ja schon ein paar Dates mit, naja, anderen Frauen, Christina Shakira zum Beispiel. Shakira. Aber da scheint es nicht ganz so öffentlich gemacht worden zu sein. Weil das haben wir ja nur zugeschickt bekommen. Ja, das haben wir aus privater Quelle zugeschickt bekommen. Ich habe euch nochmal zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas rauslesen kann. Weil Christina Shakira hat bei ihrer Aito-Teilnahme verkündet, dass sie sich Marvin wünschen würde. Dann ist es Marvin Klute. Und guck mal, wer auch drin im Dating-Game ist. Tachi Mavo ist hier mit Shakira unterwegs. So. Naja, da habe ich jetzt die Sorge, hat sie ihn genötigt? Und er hat gar keinen Bock, weil er datet ja direkt weiter. Habe auch gedacht, vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, du, ich tue dir jetzt mal den Gefallen, weil du hast es dir so doll gewünscht und es hat halt einfach nicht gematcht. Ist auch okay. Na, ist ja auch nicht schlimm. Man darf sich auch mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Ich kann dazu nur sagen, mach es doch bitte nach Formatende. I would love it. Aber gut, so ist es. Wir freuen uns auf neue Pärchen für Temptation Island VIP, für Ex on the Beach nächstes Jahr. Man kann ja einfach nochmal auftauchen. Alter, Tachi Mavo ist sowas von der Temptation Island-Typ. So nach dem, also die Storyline ist ja perfekt. Ich würde sagen, dass ich mal ganz so touchy bin und bla bla bla. Na und ich will, sie wäre für mich nur, also wie, Beziehungsmaterial. Und was hat er dann noch immer gesagt? Sexobjekt? Spaßobjekt. Ja, Spaßobjekt. Ach du Scheiße. Das wäre doch mal eine geile Storyline, du sagst es. Jetzt gibt's auch eine kleine Hausaufgabe für euch. So wie immer. Guck mal hier, Jelis hat eine Story gemacht. Q&A wird MLFL, Make Love, Fake Love, gerade gedreht. Nein, aktuell noch nicht. Das war bei uns jetzt irgendwie schon so oft Mini-Thema, dass ich es eigentlich gar nicht fassen kann. Ist es Gerda? Ist es Antonia? Dann war es noch irgendjemand, der im Raum stand. Ja, schon warte wieder mal, vergessen. Von Betonmischer, die Ex, Samantha. Echt jetzt? Irgendeine Nele habe ich auch gelesen, dass es Nele sein sollte. Es wir wird noch haben nicht vier gedreht. Kandidatinnen zur Auswahl und noch viele weitere. Bitte haltet. Oh Gott. Den Mund zu. Da streikt der Körper direkt. Bitte haltet die Augen offen. Wir sind nämlich so neugierig. Richtig, erhöhte Aufmerksamkeit. Guckt, welche Storys wurden vielleicht vorgedreht. Wo gibt es keine Storys mehr und so. Wir müssen das jetzt mal langsam rausfinden, weil mich nervt es. Und welche Pärchen in eurem Umfeld sind vielleicht auch offline, die dafür angefragt wurden? Sein könnten. Es bleibt ein spannendes Thema und wir müssen uns ja dann leider auch bis zur Ausstrahlung noch ein bisschen gedulden. Was? In dem Zusammenhang kann ich euch nur empfehlen, euch ein RTL Plus Abo abzuschließen, weil wir haben euch hier ja gerade vermittelt, dass einfach genug ansteht für die nächste Zeit und wir wollen hier nicht Kommentare lesen wie, ich gucke nur bei euch die Szenen. Weil das ist nicht der Sinn, weswegen wir uns hier treffen. Wir finden das zwar schön, aber wir wollen natürlich auch, dass ihr das volle Erlebnis genießen könnt. Also klickt ihr jetzt bitte mal in die Bio rein und macht euch mal endlich ein RTL Plus Abo. Denn eigentlich bin ich immer der Meinung, das müssten alle haben. Aber die Kommentare sagen was anderes. Und macht euch mal selber ein Geschenk. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ansonsten freuen wir uns, was nächste Woche passiert, hier zur 150. Folge. Schaut bei unseren anderen Videos vorbei. Und ich hoffe, ihr habt heute Abend während ihr dieses Video schaut, auch ein bisschen Zeit bei uns in die Story zu schauen, weil wir sind unterwegs und wollen euch ein bisschen mitbestimmen lassen. Ja, wir brauchen eure Hilfe. Wir dürfen nämlich so gut wie keine eigenen Entscheidungen treffen. Als kleinen Teaser für unseren heutigen Abend. Ich habe dir übrigens noch was mitgebracht. Ach, mir? Privat persönlich? Und euch natürlich, wenn ihr vielleicht einen Partner habt oder eine Partnerin, irgendwas, irgendeine Person im romantischen Sinne und ihr hättet super Bock, bei TikTok oder Reels mal so ein Video wie mit so einem Schwangerschaftstest zu posten, weißt du? Mit Corona-Test. Ich habe es gesehen. Nein! Waren wir? Oh. Okay, Zeit vorbei. Ja. Okay, hier meine. Aber die schauen. Wir schauen auf drei, okay? Alle auf drei! Echt jetzt? Ah, positiv! Sieht man das? Du bist positiv. Und ich? Ja, okay, ich auch. Nicht ernsthaft jetzt.
Ja. Fühlt sich an wie ein Schwangerschaftstest. Alter! Ja, also danke, dass du mir das mitgebracht hast. Leider habe ich es schon gesehen. Ihr vielleicht noch nicht. Ihr vielleicht noch nicht. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, auch bei Insta abchecken, bei Spotify ein Rating dalassen und alles machen, was geht. Es ist wirklich so. Leute. Habt ein schönes Wochenende. Seid so, wie ihr bleibt. Bye. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Kann heute gar nicht reden. Nee, war Spruch. Mit Röckchen. Mit Rock. Da kannst du so schreien und ja, das ist ja wirklich so. Du hast ja auch schief eingehalskraus, fände ich ja auch chillig. So, hier, Halskrause drin. Alpha Kombi aus meinem... Der kleine Chihuahua. Einfach der kickt jetzt Basketball, der darf wieder auf den Platz. Also, der hat so gut gefallen auf dem Grund. Weil ich weiß nicht, ob man hier irgendwas rauslesen kann, dass Christ bei... Okay, fangen wir mal an.